Begrüße Sie alle sehr herzlich heute Abend zu dem Vortrag Wasser in den Dimensionen Knappheit, Klimawandel und Welternährung. Mein Name ist Jutta Höcht-Stör, ich leite die Evangelische Staatakademie und dies ist eine Kooperationsveranstaltung mit ganz vielen Partnern. Das hängt damit zusammen, dass wir eigentlich Herrn Gerten zu zwei Präsenzvorträgen nach München eingeladen hatten, die Volkshochschule Garching, Lothar Stets und die Stadtakademie mit den Partnern Petra Kelly Stiftung, Münchner Forum Nachhaltigkeit und Münchner Klimaherbst. Und da das Institut von Herrn Gerten nur unbedingt notwendige Dienstreisen noch zulässt, haben wir uns entschlossen, die beiden Vortragstermine zusammenzulegen in diese Zoom-Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, dass diese Möglichkeit klappt, Herr Gerten, dass Sie heute Abend so bei uns sind, virtuell, und wir freuen uns, dass sich viele dafür interessiert haben und zugeschaltet haben. Ich habe schon gesagt, diese Veranstaltung findet auch statt im Rahmen des Münchner Klimaherbstes. Der hat dieses Jahr die Besonderheit, dass er schon im Mai begonnen hat und sich über das ganze Jahr hinzieht, unter dem Motto Münchner Klimaherbst, Welt wohin, Reise in eine bessere Zukunft. Also es geht eigentlich um die Frage der sozialen und ökologischen Transformation unserer Lebensweise und weltweit. Und dazu passt das Thema Wasser natürlich ganz direkt. Herr Gerten hat ein Buch geschrieben, 2018, im Verlag CH Beck ist es nachzulesen, mit dem gleichen Titel. Und es ist eine ganz konsequente Darstellung der globalen Situation zum Thema Wasser. Und vor allem nochmal in Bezug auf die beiden Themen, wie hängt das Wasser oder die empfundene Knappheit oder die reale Knappheit, in der wir heute uns erleben, zusammen mit dem Klimawandel, einem der wichtigsten Verursacher für die Veränderungen im Wasserhaushalt unserer Welt. Und wie hängt das zusammen mit der Landwirtschaft, dem immer noch größten Verbraucher von Wasser in der Welt für die Ernährung? Er hat die Frage gestellt, ob wir uns eigentlich schon in einer globalen Klimakrise befinden oder darauf zugehen. Die Frage, wie der globale Klimawandel sich auf die Süßwasserressourcen und die räumliche Verteilung auf der Erde auswirken, denn das ist nicht überall gleich. Die Frage, ob wir trotz des knapper werdenden Wassers auch eine ausreichende Ernährung für die wachsende Weltbevölkerung sicherstellen können und wenn ja, mit welchen Mitteln. Und die Frage, ob eine effektivere und nachhaltigere Wassernutzung in der Landwirtschaft dazu ausreicht oder wie wir eigentlich mit unserem Wasser verändert umgehen müssen. Ob es eine andere Ethik, eine andere Mentalität, eine ganz andere Grundeinstellung dazu braucht. Ich freue mich sehr, dass Sie mit Ihrer Präsentation heute hier sind und aus Ihrer ganzen Forschung berichten werden. Und wer unser Referent ist, das wird Lothar Stets von der Volkshochschule in Garching Ihnen noch erzählen. Ja, ich möchte Sie auch ganz, ganz herzlich begrüßen. Das ist nicht die Volkshochschule in Garching, sondern die Volkshochschule im Norden des Landkreises München. Wir decken den gesamten nördlichen Landkreis sozusagen ab. Ich möchte Sie auch begrüßen im Namen meiner Kooperationspartner. Das wäre die Stadtbücherei Garching gewesen und die Agenda 21 in Garching. Sie sehen, heute ist es wirklich ganz weit aufgespannt. Zwei Termine nicht möglich jetzt, weil durch diese Reiseeinschränkung. Aber ich finde, es ist eine wunderbare Kompensation, dass man so eine Veranstaltung dann auch relativ einfach zusammenlegen kann und eben online durchführen kann. Also von mir auch ganz herzlich willkommen. Ich darf nur ganz kurz, Herr Gerten, Sie vorstellen. Sie sind Koordinator für Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie sind zugleich Professor für Klimasystem und Wasserhaushalt im globalen Wandel an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie hatten in einem Interview mal darüber berichtet, dass so die Ihre initiale Erfahrung, Forschungsarbeiten am Berliner Mückelsee waren. Inzwischen haben Sie die Perspektive weltweit ausgespannt, ausgebreitet. Sie forschen nämlich über den Bereich globaler Wasserressourcen, über den globalen landwirtschaftlichen Wassermangel, über die Verbindung mit den Ökosystemen im Zuge des Klimawandels. Also ein ganz interdisziplinärer Ansatz, der versucht eben nicht nur zu modellieren, mit Simulationen zu arbeiten, sondern eben diese ganzen Wechselwirkungen gleichzeitig auch so weit zu erfassen, dass man sie ein Stück weit runterbrechen kann.
dann auch in Maßnahmen, die ein Stück weit diese Entwicklung konterkarieren können, die man nur so als Dystopie sieht. Also wir sind alle sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielleicht nur noch ein Hinweis für die Zuseher, Zuhörer. Sie können Ihre Fragen am besten im Chat deponieren und Jutta Höchst-Stören. Ich werde versuchen, sie aufzugreifen und sie nachher an Dieter Gerten weiterzuleiten. Ja? Ich hoffe, dass Sie sich rege beteiligen und wir einen interessanten Fragekatalog zusammenbekommen. Herr Professor Gerten, Sie haben das Wort. Nur noch eine Anmerkung. Der Vortrag wird aufgezeichnet, hatten wir schon gesagt, aber es ist immer nur der Redner im Blick. Also Sie sind alle anonym und werden damit nicht ins Bild gezogen. Ja, jetzt starten wir. Wir freuen uns, Herr Professor Gerten. Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung und Möglichkeit, über dieses, ich sag mal, große Thema sprechen zu können. Also Wasser globaler Sicht und dann eben die Frau Höchst-Stöhr schon genannten Themen versuche ich hier zusammenzubringen in diesem Vortrag und hoffe dann auch, oder ich nehme an, dass es eine reiche Diskussion im Anschluss gibt, weil das Wasser so vielgesichtig ist und so viele Aspekte hat. Ja, dass man sie nur versuchen kann, in der Zusammenschau zu bringen und dann im Einzelfall zu diskutieren. Also was mich, ich fing mit dem Müggelsee an, das zeigt schon, dass ich immer so zwischen der Spanne lokal, global hin und her wandere. Auch beim Wasser eine ganz typische Frage. Und auch die Sache zwischen der naturwissenschaftlichen Betrachtung und dann den eher sozialen oder auch geisteswissenschaftlichen Aspekten. All das zusammen ist wichtig, wenn man so auf Wasser schaut. Und dazu komme ich ganz am Schluss des Vortrags generell nochmal zu sprechen. Steigen wir mal ein mit, ja, wenn Sie so durch Buchhandlungen wandeln, begegnen Ihnen immer wieder Bücher, die suggerieren, dass irgendwas weltweit mit dem Wasser nicht in Ordnung ist. Also so Bücher wie, wenn die Flüsse versiegen, wie lange reicht die Ressource Wasser, Weltwasserkrise, Zukunft des Wassers, blaue Zukunft, mein Buch mit diesem Titel und x andere sind eigentlich in den letzten Jahren erschienen, die eben suggerieren, irgendwas läuft schief weltweit mit der Wassersituation. Und über all dem droht dieser Begriff, gibt es eine globale Wasserkrise schon jetzt oder steuern wir darauf zu und was wäre überhaupt eine solche Krise? Wie definiert man die? Aber ich muss mal mit diesen ganz fundamentalen Dingen anfangen, weil wir doch eigentlich immer vom blauen Planeten reden. Dann ist so die Grundsatzfrage, wie kann es denn überhaupt sein, dass man dann von Wasserknappheit überhaupt spricht? Der Punkt dabei ist, die Süßwasservorräte, die wir nutzen können, die sind begrenzt auf diesem blauen Planeten. Denn nur 2,9% der Weltwasservorkommen sind Süßwasser. Der Rest ist in Ozeanen gebunden. Sie sehen das ja auch auf der Karte da rechts. 70% der Oberfläche der Erde sind Ozeanwasser. Und die sind ja auch viel tiefer als die Wassermengen auf den Landmassen, sodass letztlich nur knapp 3% der gesamten blauen Wasservorkommen der Erde im Süßwasser sind. Davon wiederum sind 99,7% permanent gebunden als Eis, Gletscher oder so tiefes Grundwasser, dass man da einfach nicht drankommt. Es gibt da noch einen Rest, von dem sind, wenn man jetzt sehr nachhaltig denkt, ökologisch denkt, ohne die Gewässerökosysteme zu übernutzen und so, kommen wir zu Bilanzierungen, die sagen, dass eigentlich nur 2800 Kubikkilometer im Jahr nachhaltig nutzbar sind. Und diese Gesamtmenge an Süßwasser über Land, das sind 112.000 Kubikkilometer im Jahr. Das ist hier in der Abbildung mal zusammengefasst, wie sich das aufteilt. Auf der linken Seite der Abfluss, also das Wasser, was in den Flüssen irgendwann zum Meer abfließt. Und auf der rechten Seite die Verdunstung von Wasser aus Böden, durch Vegetation, von Feuchtgebieten und so. Das ist im Prinzip in der Summe die Menge an Regen und Schnee, die im Jahr auf die Landflächen der Erde herunterprasselt. Aber von dem Abfluss zum Beispiel muss man noch größere Mengen abziehen in Gebieten, die nicht zugänglich sind. Man möchte die Ökosysteme schützen. Man will ja nicht, dass die Flüsse so leer pumpen, dass nachher kein Wasser mehr den Ozean erreicht und die Ökosysteme geschädigt werden. Und auf Verdunstungsseite ist halt viel Wasser, das auf Flächen niederregnet und dort verdunstet. Zum Beispiel im Amazonas-Regenwald,
in Regenwäldern in Afrika, in den hohen nördlichen Breiten und so, was eben auch für uns nicht direkt zugänglich ist. Also das sind eigentlich Wassermengen, die man nicht in die Bilanz einbeziehen kann. Und deswegen die relativ kleine Zahl von 2800 Kubikkilometer. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Mit dem blauen Stern oben nochmal gekennzeichnet. Unten habe ich nochmal einen grünen Stern hingesetzt, der nochmal auf die Verdunstung hinweist von Ackerland und Weideland im Prinzip. Weil das ist Wasser, was der Mensch sich schon indirekt zu Nutzen macht, weil dort eben die Nahrungsmittel angebaut werden im Prinzip. Und mit diesem Regenwasser auf den Böden, auf diesen nicht bewässerten Flächen, ja, das ist Wasser, was die Menschheit im Prinzip nutzt. So blaues und grünes Wasser, Begriffe, die zentral sind in der Landwirtschaft nochmal. Da komme ich später nochmal drauf zurück, auf diese nicht unwichtige Unterscheidung. Dann, das Gute an dieser Sache ist, die Wassermenge auf dem Planeten ist immer gleich. Da kommt nie was dazu und es wird nie was weggehen. Das ist seit Entstehung der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren im Prinzip immer dieselbe Menge. Es gibt Leute, die sagen, das Wasser, was wir heute trinken, könnte vor x Millionen Jahren schon Dinosaurier getrunken haben. Das stimmt schon, weil das ist immer dasselbe Wasser, was seit Jahrmilliarden auf der Erde zirkuliert. Das ist das andere Stichwort, es ist immer in Bewegung. Es gibt diese Wasserkreisläufe, global, lokal, regional. Es findet eine permanente Umschichtung statt, vom Land zu Meer, in die Atmosphäre und dann wieder als Regen herunter in die Flüsse, fließt ins Meer, verdunstet da wieder und landet wieder an Land. Mal als Regen, mal als Schnee. Also es ist permanent in Bewegung. Und das verweist natürlich darauf, dass auch die Wassermenge weltweit sehr ungleich verteilt ist. In Zeit und auch im Raum. Kann man visualisieren, wie hier mit dem Flussnetz in Europa und Südamerika in dem Beispiel. Sie sehen da die grünen bis blauen Flächen. Das sind, wo sehr große Wassermengen durch die Flüsse rauschen. Die eher gelblichen Regionen sind die Trockengebiete, wo sie wenig Wasser in der Landschaft letztlich finden. Zum Beispiel in südlicheren Spanien, aber auch in den Steppengebieten im fernen östlichen Europa und so weiter. Also es gibt sehr große regionale Unterschiede. Auch zeitliche Unterschiede. Jedes Jahr zum Beispiel in Deutschland verläuft ja auch anders bezüglich der Regen- und Wassersituation. Und das ist nicht viel anders in vielen anderen Regionen der Welt. Deswegen so meine grundsätzliche These, dass die gesamte Zivilisationsgeschichte der Menschheit im Prinzip dadurch geprägt ist, dass man sich zunehmend frei gemacht hat, emanzipiert hat von Wasservorräten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort konzentriert sind. Also man hat immer daran gewerkelt, bis zum heutigen Zeitpunkt sich Wasser irgendwo herzuschaffen, weil man es dann fundamental braucht für alle möglichen Aktivitäten. Also nicht nur zum Trinken und im häuslichen Gebrauch, sondern eben auch zur Nahrungsmittelproduktion, heutzutage für die Industrien, eigentlich für alles. Weil ohne Wasser geht nichts und es wächst auch keine Pflanze ohne Wasser. Allerdings die Beobachtung von sehr vielen Befunden in den letzten Jahrzehnten speziell, dass die Eingriffe des Menschen in die Wasserkreisläufe sehr stark zugenommen haben und auch zunehmend schädlich sind, für die Gewässerökosysteme, für den Zusammenhang zwischen Vegetation und Klima, ja, und für die grundsätzliche Wasserversorgung der Menschheit überhaupt, weil in vielen Regionen Wasser einfach übernutzt wird und man dann in manchen Gebieten quasi das Ende der Fahnenstange schon erreicht. Was diese zeitliche und zivilisationsgeschichtliche Perspektive angeht, würde ich gerne noch mal fast 10.000 Jahre zurückspringen in ein Trockental im heutigen Jordanien. Da haben Archäologen vor einigen Jahren etwas gefunden, was sie interpretieren als das älteste Bewässerungssystem, was der Menschheit bekannt ist, nämlich ein Steingebilde, was als Zisterne gesehen wird, mit einem Fassungsvermögen von 60.000 Litern Wasser. Also man hat offenbar da eine Zisterne gebaut und so eine große Menge an Wasser gesammelt. Daneben fand sich ein kleiner Damm aus Steinen. Und ein Stück weit entfernt auch etwas, was man als Reste von Feldern bezeichnen kann. Also wir haben es hier offenbar mit einer Kombination aus Wassersammlung und Bewässerungssystem zu tun, schon vor 9.500 Jahren. Und das zeigt halt, dass man damals schon bemüht war, ganz lokal in einem Trockengebiet,
ja, gesehen hat, man kann das Wasser eigentlich auch auffangen und zu späteren Zeiten nutzen. Also so der erste Eingriff quasi in die natürlichen Wasserkreisläufe, um es dem Menschen nutzbar zu machen. Ich bringe jetzt mal 8000 Jahre voran. Vor 1500 Jahren wurde im östlichen China ein Kanalsystem aufgebaut, der sogenannte Kaiserkanal, damals schon mit einer Länge von 1800 Kilometern, der den Norden und den Süden verbunden hat, für Schifffahrt genutzt wurde und andere Zwecke. Und das ist ein Kanalsystem, an dem heute noch gebaut wird. Es werden Staudämme reingesetzt, die Schiffbarmachung wird weiter ausgebaut. Und also so ein lebendes, riesiges, über fast 2000 Kilometer sich erstreckendes Kanalsystem, Wasserarchitektur, die heute noch lebendig ist sozusagen. Als zweites Beispiel ein Aquädukt. In Thrakien, was halt Wasser von den Bergen in die Metropole, heute Istanbul, damals Konstantinopel geleitet hat, wenn man Istanbul neben der Hagia Sophia in eine der unterirdischen Zisternen hinabsteigt, das ist tatsächlich die Stelle, wo das Wasser, was über dieses Aquädukt in die Stadt geleitet wurde, gelandet ist. Man kann das heute noch besichtigen, diese unterirdischen Zisternen wiederum, in denen dieses Wasser gelandet ist. Also beides Wege über sehr lange Distanzen von mehreren hundert Kilometern Wasser aus wasserreichen Gebieten in wasserärmere Gebiete oder in Städte zu leiten, wo es die Menschen benötigen, wo es von sich aus, von Natur aus nicht vorhanden ist in dem Maße, wie man es braucht. Dann würde ich sagen, im 20. Jahrhundert fingen diese Wassertechnologien wirklich an zu expandieren. Ein Beispiel hier der Hoover-Staudamm in den USA, der den Colorado-Fluss aufstaut, mit einer Stauhöhe von über 200 Metern. Also ein sehr massiver Eingriff in das Flussnetz für Wasserkraft und andere Zwecke, dieses Wasser aufzustauen. Und Sie finden, wie die Karte unten zeigt, inzwischen über 60.000 solcher großen Talsperren mit einer Stauhöhe von mehr als 15 Metern. Glaube ich, ist hier das Kriterium für verschiedene Zwecke. Also ein riesiges Volumen an dem Wasser, was in Flüssen abfließt, wird inzwischen aufgestaut, zeitverzögert, halt noch rausgelassen oder auch genutzt unterwegs. Und es gibt Flüsse wie den Colorado, die deswegen und aus anderen Gründen gar nicht mehr die Mündung erreichen, wie das natürlicherweise der Fall war, weil die Eingriffe auf dem Weg so massiv sind. Und noch was, vertikale Dimension nenne ich das hier mal, dieses Pumpen, die Suche nach Wasser nicht in der horizontalen, in der Distanz, sondern nach unten in die Tiefe, weil das Pumpen von Grundwasser an die Oberfläche in einigen Gebieten sehr stark praktiziert. Man sieht das hier an dieser Satellitenbild von westlichen USA. Man sieht in Kalifornien eine sehr rote Fläche. Das heißt, da ist der Grundwasserstand massiv niedriger, als er üblicherweise wäre in diesem Beobachtungsjahr gewesen. Das hängt einerseits mit einer Dürre zusammen, die da über Jahre gewirkt hat. Und zweitens dann eben, dass in Reaktion darauf die Menschen immer tiefer nach Wasser gesucht haben, um der Dürre zu begegnen. Und man kann also inzwischen mit Satelliten tatsächlich messen, wo mehr und weniger Wasser in einem bestimmten Zeitraum vorhanden ist als üblicherweise. Und dann noch eine Dimension, die uns in diesem Jahrhundert zunehmend beschäftigt, ist diese sogenannte virtuelle Dimension. Ich erkläre das mal an dieser Karte, die zeigt in den verschiedenen Farben, welche Nahrungsmittel nach Berlin importiert werden und woher. Sie sehen zum Beispiel den dicken Pfeil von Brasilien nach Berlin. Der dicke Pfeil heißt, dass viel Wasser aufgebracht wurde, um diese Nahrungsmittel in Brasilien zu produzieren, die dann im Endprodukt letztlich in Berlin landen. Also es wird nicht dieses Wasser natürlich direkt gehandelt, sondern es wird nur virtuell uneigentlich gehandelt sozusagen mit den Produkten. Es wird bilanziert, wie viel Wasser wurde am Ursprungsort benutzt, um ein bestimmtes Produkt herzustellen. Der Fall von Brasilien ist eigentlich das Tierfutter, Sojafutter für Tiere, was dort angebaut wird, was teilweise auch unter Bewässerung geschieht. Ja, und das kann man bilanzieren, dass halt der Fleischbedarf quasi der Berliner dazu beiträgt, dass Bewässerungswasser im eher trockenen östlichen Brasilien aufgebracht werden muss. Aber auch in Argentinien,
mittleren Westen der USA, auch in Australien, vor allem für die Fleischproduktion, wird viel Wasser und Grundwasser benutzt, um die Felder und die Futtermittelfelder zu bewässern, ja, um eben diese Produkte zu produzieren. Das ist alles unter dem Begriff virtueller Wasserhandel zu verstehen und zeigt nur, dass wir inzwischen so weit sind, dass wir, auch wenn lokal das Wasser sehr knapp ist, wir können Produkte importieren, zehren damit aber im Prinzip von den Wasserressourcen am Anbauort und müssen dann sehr aufpassen, wo kommen die Produkte her? Ist das dann nicht vielleicht auch in wasserknappen Regionen produziert oder sind es irgendwelche anderen sozial und ökologisch unverträglichen Produktionsweisen natürlich in den Ursprungsorten? Also hier geht es dann nicht nur um Wasser, sondern wo und unter welchen Bedingungen werden die Produkte produziert, die wir konsumieren. Aber über das Wasser kann man da auch nochmal schön über diese globalen Zusammenhänge nachdenken. Und Fakt ist, dass Länder wie Israel, Jordanien inzwischen, wenn ich an dieses Trockental verweisen kann, vor 9.500 Jahren, inzwischen ist man in Jordanien so weit mit der hohen Bevölkerungsdichte auch dort, dass man fast praktisch komplett vom Handel abhängig ist. Die Produkte, die dort konsumiert werden, könnte man im eigenen Land nicht anbauen, weil das Wasser und auch das Land, das urbare Land dafür fehlt. Also eine komplette Abhängigkeit von diesem Handel in einigen Trockenländern heutzutage. Die Wassernutzung im letzten Jahrhundert hier mal veranschaulicht. Man sieht dreierlei Dinge. Es ist ein kontinuierlicher Anstieg der weltweiten Wassernutzung. Die Landwirtschaft ist der Hauptverbraucher, wie in der Einführung schon gesagt wurde, hier in Grün eingezeichnet. Das hier geht es um die bewässerte Landwirtschaft. Und das, was ich hier mal planetare Grenze nenne, das sind diese nachhaltig nutzbaren 2800 Kubikkilometer im Jahr. Die sind im Prinzip in Reichweite. Die beziehen sich auf diese schwarze Kurve unten. Das ist der Wasserverbrauch, nicht nur die Wasserentnahme. Das ist für Wasserkundler nochmal ein Unterschied. Aber wir bewegen uns da quasi auch schon global in einem Bereich, wo man sagen muss, die Wassernutzung der Menschheit ist nicht mehr verträglich für das Gesamtsystem Erde. Man kann es auch an anderen Dingen zeigen, wie dass sich die Wasserknappheit weltweit ausbreitet. Zwei Karten für 1960 und 2005. Und alles, was rot gezeichnet ist und gelblich, sind Länder, wo heute Wasserknappheit herrscht. Das heißt, die Menschen teilen sich pro Kopf nur noch eine bestimmte Menge an Wasser und ab bestimmten Werten ist das halt kritisch über einen längeren Zeitpunkt, wo sie dann im Prinzip pro Kopf zu wenig Wasser haben, um eine Grundversorgung zu gewährleisten oder zumindest würden sie nachträgliche Bedingungen für die Ökonomie und andere gesellschaftliche Aspekte erfahren. Also was sich hinter der Wasserknappheit verbirgt, sind sehr unterschiedliche Dinge, aber das sind so grobe Maßzahlen, mit denen man global die Situation mal aufzeigen kann. Und man sieht halt hier, über die Zeit wächst die Anzahl der Länder und die Größe der Gebiete, die unter Wasserknappheit leben. Das hängt natürlich, weil es eine sehr simple Sache hier ist, man vergleicht die Wassermenge mit der Menge an Leuten, hängt natürlich sehr stark mit dem Bevölkerungswachstum zusammen. Nun, man kann solche Karten machen, wie das unsere Arbeit üblicherweise ist, auch am Potsdam-Institut, anderen Instituten als Hydrologen, Wasserkundler. Aber das ist nur so die eine Seite der Medaille, die Sie diese Zahlen zusammenstellen in Tabellen und Karten und Grafiken. Die andere Seite ist, was verbirgt sich denn hinter solcher Wasserknappheit? Deswegen hier mal eine kleine Serie von Bildern. Bauer in Indien, der konfrontiert ist halt mit einer Dürre, mit einer Trockenheit und Sie sehen, es wächst einfach fast nichts mehr auf diesem Feld. Dann gibt es Regionen wie Slums, hier als ein Beispiel gezeigt, wo sich die Kinder in dem schmutzigen Wasser vergnügen, das quasi als Bade- und als Trinkwasser nutzen, es sich teilweise auch mit Tieren teilen müssen. Das zeige ich mal ganz kurz, eine Cholera-Erkrankte, also ein verschmutztes Wasser verursacht sehr heftige Krankheiten. Cholera-Epidemien kennt man auch aus Europa, noch vom Ende des 19. Jahrhunderts. In Jemen war letztes Jahr ein großer Ausbruch. Also auch diese wasserbürtigen Krankheiten raffen jedes Jahr mindestens zig Millionen Menschen dahin, vor allen Dingen auch Kinder. Das nächste Bild ist ein Brunnen, wieder in Indien, wo sich halt die Leute sammeln und ihre Fässchen hinunterlassen in das Grundwasser hinein und es dann schöpfen und teilweise in kilometerlangen Märschen wieder nach Hause tragen.
Diese Last liegt im Prinzip im Wesentlichen auf den Schultern von Frauen und Kindern, wie dieses Bild zeigt. Also man hat hier auch so eine, sag mal, Gender-Dimension, die sehr wichtig, zunehmend wichtig wird in der Wasserforschung. Wie teilen sich eigentlich, ja, Männer und Frauen in bestimmten Ländern der Erde die Arbeit auf? Und man kann hier auch sehr viele Hebel ansetzen, um die sozialen Bedingungen zu verändern, durch verändertes Wassermanagement im Prinzip. Ein Wort zu dieser Corona-Pandemie. Es gibt natürlich diese Handreiche im wahrsten Wortsinne, dass die Hygiene, sich die Hände waschen, essentiell ist, um der Virusverbreitung vorzubeugen. Aber man muss sich vorstellen, dass in vielen Ländern der Erde, das betrifft sehr viele Menschen, ich zeige gleich die Zahl, keine tägliche sanitäre Grundversorgung vorhanden ist. Und die haben einfach kein sauberes Wasser, um sich jetzt vor diesem Fall zu schützen oder eben auch vor anderen wasserbürtigen Krankheiten. Die Tatsache ist, dass 2,5 Milliarden Menschen, also ein Drittel der Weltbevölkerung, derzeit immer noch ohne sanitäre Grundversorgung ist. Manche nennen das die größte zivile Katastrophe überhaupt weltweit derzeit, dass das immer noch der Fall ist. Und 750 Millionen, das überlappt sich teilweise, haben keinen gesicherten Zugang täglich zu sauberem Wasser. Also müssen im Prinzip immer dazu kämpfen, an Wasser zu kommen, unter anderem, weil es sehr knapp ist in den Regionen, wo sie wohnen. Also es ist so eine Qualitäts- und Quantitätsproblemlage in vielen Gebieten der Erde. Ein paar andere Beispiele zur Weltwassersituation heute. Den Colorado-Fluss hatte ich eben schon genannt. In manchen Jahren ist er so trocken durch die Eingriffe entlang des Wasserlaufs, dass das Wasser gar nicht mehr die Mündung erreicht. Das hier ist eine Zeitreihe des letzten Jahrhunderts. Man sieht, dass in einigen Jahren zum Ende hin die Wassermenge, die unten noch ankommt, gegen Null tendiert. Der Fluss also quasi trocken fällt. 30% der Süßwasserarten, die in Wasserökosystemen leben, sind vom Aussterben bedroht, zumindest in den USA. Und es gibt Zählungen, dass die Wasserkonflikte im Zunehmen begriffen sind. Sind natürlich Konflikte aller Art denkbar. Hier wird einfach mal alles hineingezählt, aber es summieren sich die Fälle, wo man sagt, verschiedene Gruppen haben sich um Wasserressourcen gestritten, wenn nicht verschiedene Länder untereinander, wie es im Moment auch sichtbar wird. Es steht Staudammbau in Äthiopien, der den Wasserfluss nach Ägypten hinein natürlich bedroht, wenn die dort Wasser aufstauen und für Bewässerung entnehmen. Der Konflikt verschärft sich gerade. Und so auch das Weltwirtschaftsforum, was jedes Jahr im März in Davos tagt, setzt Wasserkrisen eigentlich jedes Jahr ganz nach oben auf die Liste der größten ökonomischen und gesellschaftlichen Risiken. Wird also schon als Problem erkannt, neben der Klimakrise und im Zusammenhang mit der Klimakrise. Wo wir im Klima sind, es gibt die Beobachtung, dass Dürren in einigen Ländern der Erde zunehmend begriffen sind. Die Statistiken sind da noch sehr uneinheitlich, aber die Tendenz ist, dass in schon trockenen Gebieten die Trockenheit immer weiter zunimmt, unter anderem und vor allem durch den Klimawandel, aber eben auch die zunehmende Entnahme des Menschen. Das hat so zwei Facetten. Klima für das Wasserangebot von der Natur und der Mensch halt die Wassernachfrage. Und das passt in vielen Regionen nicht mehr zusammen, weswegen man zu dieser Wasserknappheit kommt, die ich vorhin in diesen Karten gezeigt hatte. Zum Klimawandel selber sage ich vielleicht gar nicht so viel, weil das im Prinzip ja sicher bekannt ist. Oben nochmal diese Jahresmitteltemperatur global. Man sieht, sie steigt halt fast kontinuierlich jedes Jahr weiter an. Ganz speziell auch nochmal in den letzten Jahren nach der angeblichen kurzen Pause um das Jahr 2015 herum, die aber keine Pause war, sondern natürliche Schwankungen im Klimasystem haben nur nicht dafür geführt, dass es jedes Jahr einen neuen Rekord gab. Aber man sieht ja in den letzten Jahren, dass es dann wieder nach oben gerauscht ist. Also der Trend nach oben ist ungebrochen, wie das auch für Deutschland an sich als Einzelland gezeigt werden kann, mit Karten von 1881 bis 2019 hier unten. Das ist selber eingefärbt, weil es diese Karte der Zeit, die das mal schön illustriert hatte, für das Jahr noch nicht gab. Aber man sieht in Rot, das sind die Jahre, die in Deutschland deutlich über dem Durchschnitt dieses gesamten Zeitraums gelegen haben. Man sieht auch, dass sie sich quasi alle in den letzten 20 Jahren konzentrieren und sie immer roter werden in den letzten Jahren noch dazu.
Mal ein Blick in die Zukunft, was denn geschehen würde, wenn man jetzt von der Wasserseite her schaut, wenn der Klimawandel weiter voranschreiten würde. Wenn er auch nur die Erderwärmung von 2 Grad erreichen würde, was ja das international vereinbarte Klimaziel ist, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad zu begrenzen, dann sieht man aber, wie diese Karte, die wir mal im Team gemacht haben, zeigt, dass selbst dann in den Gebieten, die hier rot gefärbt sind, zum Beispiel in östlichen Europa, westlichen USA, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Wasserverfügbarkeit statistisch signifikant, also deutlich abnimmt und auch die Dürrewahrscheinlichkeit zunimmt. Also selbst dann kreieren sie eine Situation, die zeigt, dass in vielen Regionen die Trockenheit sich verschärfen wird. Die grauen Gebiete sind nun Gegenden, wo sich nicht viel ändert oder wo sogar der Niederschlag und damit die Wassermengen zunimmt. Muss nicht unbedingt was Positives sein, weil damit auch die Hochwasserwahrscheinlichkeit im Prinzip steigt. Würde man jetzt mal keine Emissionen reduzieren und auf eine Erderwärmung von 5 Grad zulaufen, dann sieht man, dass diese Wasserverknappung sich massiv ausbreiten würde, also in sehr viele Gegenden der Erde. Das ist nochmal ein Vergleich mit dem 2-Grad-Ziel zuvor. Also das ist da eine Welt, die man dringendst vermeiden muss, weil das heißt, dass in diesen ganzen Streifen, der hier rot gefärbt ist, in diesen ganzen Gebieten eine deutliche Verknappung der Wassersituation eintreten würde. Und Sie sehen auch, das sind Gegenden, die heute schon recht trocken sind. Also dann hätte man echte Probleme, die Gesellschaften quasi aufrechtzuerhalten, weil das wirklich massive Einbrüche in der Wasserversorgung bedeuten würde. Oder halt noch viel stärker zunehmende Abhängigkeit von dem internationalen Handel und so. Aber nun ja, in solche Abhängigkeiten möchten sich viele Länder letztlich auch nicht begeben. Sie sehen vielleicht hier, dass das bei 5 Grad für Deutschland jetzt gar nicht so furchtbar dramatisch aussieht. Wir sind da quasi im grünen Bereich, wo sich gar nicht viel ändert. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir hier in einer Übergangsklimazone sind und man jetzt nicht sagen kann, es wird immer dürrer und immer trockener werden. Also ich denke schon, dass wir weiterhin Wechsel haben werden aus trockenen Jahren, Dürrejahren und auch feuchteren Jahren. Das hat sich in der Vergangenheit auch so gezeigt. Allerdings dann auch Starkregenereignisse, auch im Sommer oder Überflutungen im Winter. Auch das ist uns letztlich aus den 20 Jahren sehr gut bekannt. Also die Extreme werden hier in beide Richtungen zunehmen bei weitergehendem Klimawandel und sich im Jahresmittel sozusagen ausgleichen. Deswegen nochmal kurz diese Karten hier zur Dürrewahrscheinlichkeit in verschiedenen Jahreszeiten. Damit hat es nämlich auch zu tun, wenn Sie hier auf Frühjahr und Sommer mal schauen, dann sehen Sie das Dunkelbraun im westlichen Europa und auch bis Deutschland hinein. Das heißt, dass in diesen Jahreszeiten schon ein gewisser Trend zur Trockenheit erkennbar ist, während wir im Winterhalbjahr eher höhere Niederschläge sehen werden. Und deswegen wieder die Sache, auch das gleicht sich so im Jahresdurchschnitt etwas aus. Also man muss ja eigentlich auf die Jahreszeiten schauen, aber auch auf das Einzeljahr im Prinzip in der wechselhaften Klimazone, wo wir sind, mit Extremen, wie gesagt, in alle Richtungen im Prinzip, die uns erwarten. 2018, 19 noch mal kurz, das ist uns ja allen noch in Erinnerung als ganz besondere Dürre- und auch Hitzejahre. Das noch mal gezeigt an der Bodenfeuchte für den Juli 2018. Und in Juli 2019, man sieht, dass es 19 sogar intensiver, zumindest in dem Monat gewesen ist, als es in dem super heißen und super trockenen Jahr 2018. Auch das ist ja ein extrem heißer Sommer. Und das Problem mit den Dürren ist, dass sie über längere Zeit noch im Untergrund sozusagen wirken, sich in den Grundwasserständen bemerkbar machen oder in den tieferen Bodenschichten und auch in dem Stand von Talsperren. Da müsste es schon über sehr lange Zeiträume intensiv regnen, um diese Speicher alle nochmal aufzufüllen. Für 2020, wo wir bisher ja eigentlich einen ganz verträglichen, normalen mitteleuropäischen Sommer haben, da gibt es diese Karten in der Einfärbung nicht, aber alles, was hier grün und gelb und rot gezeigt ist, heißt, auch da sind wir zurzeit trockener, als es im langjährigen Durchschnitt der Fall wäre, außer im südlichen Bayern, wo es relativ viel entlang der Alpen zuletzt geregnet hat. Da sind wir etwas darüber, aber speziell so im Streifen vom Saarland über Thüringen bis nach Berlin hoch sind die Böden immer noch sehr viel zu trocken und man sieht es auch Schäden an den Bäumen, die letztlich noch von den Dürrejahren der 2 Jahre zuvor herrühren, weil das eben auch teilweise sehr langfristige Effekte sind und man so eine Dürre halt nicht einfach mal durch ein Regenereignis wieder übersteht, sondern je nach Prozess
kann das sehr lange noch in die Zukunft fortwirken, über Jahre hinweg. Und der Schriftsteller, Journalist Erik Orsenna hat auch im CH Book, Beck Verlag mal ein Buch veröffentlicht, Zukunft des Wassers. Das ist quasi eine journalistische Reise an verschiedene Wasserbrennpunkte der Welt. Also nochmal ein anderer Ansatz, als ich ihn gewählt habe, wo ich versuche, die globale Situation hydrologisch begründet darzustellen. Und er macht hier so Standortbeobachtungen. Und eine der Beobachtungen ist, ich lese es mal vor, Spanien ist der Punkt, von dem aus die globale Erwärmung den alten Kontinent Europa erreicht. Europa glaubte sich sicher, sagt er, aber es irrte sich. Auch die Pyrenäen werden die Trockenheit nicht aufhalten. Und das wird eigentlich auch reflektiert in diesen Dürrekarten, wie ich es vorher gezeigt habe. Man sieht schon für die Zukunft und auch heute schon die Tendenz zur Ausbreitung von Hitze vor allen Dingen, aber auch von Dürre in Sommermonaten, von Spanien im Prinzip über Frankreich und auch von Italien aus nach Deutschland hinein. Also eine Situation, mit der wir uns anfreunden müssten in Zukunft, aber immer auch gepaart mit Jahren, die vielleicht extrem nass sind. Also es gibt diese beiden Tendenzen im Prinzip. Und er hat das nochmal auf andere Weise hier dargestellt in seinem Buch. Bei all diesen Problemen stellt sich denn natürlich die Frage, was können wir denn tun, um den Problemen zu begegnen? Und da möchte der nämlich nicht alarmistisch sein. Es gibt nämlich sehr viele Verfahren, Wasserknappheit zu begegnen. Sie harren im Prinzip mit der Umsetzung. Und da will ich mal ein paar Beispiele zeigen oder noch einmal ein paar Überlegungen anstellen, in welche Richtung das gehen kann. Zum einen noch mal kurz zum Klimawandel oder Klimakrise, wie man es jetzt gern nennt. Auch da liegt die Zukunft im Prinzip ja noch in unserer Hand. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit einfach auf diese zwei Kurven lenken, die orange-rötliche oben. Das wäre die globale Mitteltemperatur bis zum Jahr 2100, wie sie steigen würde, wenn wir keine Treibhausgasemissionsreduktionen machen würden. Also wir würden dann bei einer Erderwärmung von grob 4 bis 5 Grad landen und dann eben zu so einer Karte, wenn man es aus Wassersicht nochmal darstellt, wie vorhin gezeigt oben links, mit diesen massiven Wasserverknappungen in vielen Gegenden. Aber es ist ja noch möglich, den anderen Pfad einzuschlagen, daher auch die Verhandlungen zum 1,5 oder 2 Grad Erwärmungsziel. Wenn die Treibhausgasemissionen drastisch heruntergefahren werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bis auf Null, weil wir müssten das schon Null erreichen, um unterhalb dieser 2 Grad noch zu bleiben, wie die blaue Kurve es zeigt. Ja, dann könnten wir diese Kurve erreichen und zu dem aus Wassersicht etwas milderen Szenario unten zulaufen, wo die Wasserverknappungen noch nicht so drastisch sind. Also mit anderen Worten, wie hier unten in Rot nochmal aufgeschrieben, jede Verzögerung in Treibhausgasemissionen verschlimmert mittelfristig die Folgen. Nicht nur für die Wasserversorgung, sondern natürlich auch für so viele andere Dinge. Die Extreme nehmen zu, die Ökosysteme werden weiter geschädigt, die Landwirtschaft leidet darunter und so viele andere Extreme. Und wir können sogenannte Kipppunkte in Bewegung setzen, wo sich im Erdsystem Prozesse so aufschaukeln, dass sie nicht mehr einfach umkehrbar sind und den Klimawandel weiter verstärken und wir dann in so eine Spirale kommen. Das alles steigt in seiner Wahrscheinlichkeit jenseits dieses 2-Grad-Ziels, weswegen man es ja auch verhandelt hat, weswegen wir da unbedingt drunter bleiben müssen. Wenn ich jetzt mal Wasserkrise bemühe, auch da gibt es Diskussionszusammenhänge seit Jahren und Jahrzehnten, die aber nicht so im Bewusstsein sind, was mich immer wieder erstaunt, weil ich Wasser ja für mindestens ebenso wichtig achte wie Klima. Es hängt natürlich auch sehr eng zusammen, aber es ist ja so ein fundamentales Element. Es ist ein Element, es ist ein Natur- und Kulturgut und wie ich eben gezeigt habe, es greift in so viele gesellschaftliche Aspekte und natürlichen Kreisläufe hinein, dass man es viel ernster nehmen noch muss als heute. Das hier ist ein Bild des Drei-Schluchten-Staudamms in China, also wieder so eine ganz massive Stauanlage, die wiederum das widerspiegelt, was ich vorhin die technokratische Dimension nannte, die nicht nur in USA blühte, sondern auch in Indien weiter blüht, in Chinien weiter blüht, in Brasilien, auf dem Balkan weiter vorangetrieben wird, also diese massiven Staudammbauten. Und dieses Denken, wir brauchen Wasser,
Wir bauen uns dann diese großen Wasserarchitekturen auf, speichern es, sammeln es, führen es an uns heran. Und die Ökosysteme oder auch andere soziale Schäden kommen dann an zweiter Stelle. Man muss sich vorstellen, dass durch diese Staudammbauten allein in China Menschen in der Zahl von mindestens 1 Million umgesiedelt werden mussten. Unter diesen Wassermassen hinterm Staudamm verbergen sich ganze Städte, die überflutet wurden, um ihn bauen zu können. Die Menschen wurden halt umgesiedelt. Und das sah man schon in ganz kleinen Maßstab auch in Deutschland im 19., 18. Jahrhundert, als der Talsperrenbau begann. Auch da wurden manche Dörfer aufgegeben, sehr zum Unmut der Bevölkerung, um die Talsperren zu bauen, in einigen Fällen. So, aber zu diesem Bewusstseinswandel, das will ich mal kurz zusammenfassen, der in der Wasserwirtschaft im Prinzip in Diskussion ist. Wenn man nochmal zu den 1960ern, zu diesem technokratischen Zeitalter im Prinzip zurückspringt, das hat der damalige Premierminister von Indien, Nehru, hat diese Staudämme Tempel der Moderne genannt, um da schon zu sagen, das sind unsere Tempel jetzt in Indien, diese Bauten, diese Prestigebauten. Der Mensch kontrolliert quasi den Wasserhaushalt, auch im Rahmen der grünen Revolution, die natürlich damals stattfindet in diesen Gegenden. Das bedeutete massive Investitionen in Talsperrenreservoire, Pipelines, Bewässerungsinfrastruktur mit dem Ziel der Profilierung, Profitmaximierung. Was wurden da schon so erste Wassermängel, trotzdem sichtbar und auch ökologische Schäden, die das Ganze natürlich angerichtet hat. In den 90er Jahren sieht man, dass ein gewisses Umdenken stattgefunden hat. Meine Kollegin Sandra Postel nannte mal das Jahrzehnt der letzten Oase. Was sie damit meinte, ist zum einen, man sieht überall sich den Wassermangel ausbreiten, aber es gibt noch Oasen insofern, als wir das Wasser ja effizienter nutzen könnten, was da ist. Also sie redeten sehr viel über, ja, wenn wir nicht so verschwenderisch mit dem Wasser sind, dann haben wir letztlich auch genug und es ist unsere technische Oase sozusagen, worin wir uns zurückziehen können. Einfach besseres Management sozusagen und dann ist die Sache in Ordnung. Sie war da auch kritischer. Sie hat den Begriff der Wasserethik, glaube ich, mit als erste eingebracht. Interessanterweise erst in den 90er Jahren, so als allerersten Gedanken. Irgendwie hat das Wasser ja auch eine ethische Dimension. Darauf komme ich natürlich später noch zu sprechen. Seit den Nullerjahren, letzten 15 Jahre, sage ich mal im Prinzip, gibt es aber auch eine Diskussion des sogenannten weichen Pfades gegenüber diesem harten, betongrauen Pfad der Jahrzehnte zuvor, den Hydrologe aus Kalifornien mal eben Soft Path Management, weicher Pfad des Wassermanagements genannt hat. Darunter versteht er, dass man die Wasserökosysteme ja schützen muss, am besten auch mit Landökosystemen integriert, bewirtschaftet. Also dieses ein bisschen holistischeres Denken der Gesamtumwelt entwickelt. Er sagt auch, diese ganzen modernen Großbauten sind nicht das A und O. Es gibt seit Jahrtausenden, wenn man sogar zurückdenkt bis in die alten Zeiten, wo ich anfing meinen Vortrag, gibt es Praktiken, wie die Menschen sich überlegt haben, wie man viel nachhaltiger und schonender Wasser sammeln kann, speichern kann und später nutzen kann. Es muss nicht immer so megalomanisch gedacht sein, sozusagen. Und das sind auch die Jahre, wo das Wasser als Menschenrecht, als Prinzip mal so richtig aufgetaucht ist und 2011 auch von der UN deklariert wurde, Wasser als Menschenrecht. In der Praxis heißt das leider noch nicht so viel, weil man sich nicht dran gebunden fühlen muss. Aber immerhin ist es damit nochmal eine Stufe höher auf die Agenda gerückt und die ganze wasserethische Diskussion kam auf. Und auch es wird viel mehr über Wasserkooperation gesprochen, viel mehr eigentlich als über Wasserkriege. Weil Wasser ist auch ein verbindendes Element zwischen Ländern. Und wenn es dann wirklich knapp wird, dann finden sich Länder eher zusammen, die gemeinsamen Wasserressourcen gemeinsam zu bewirtschaften, statt sich darüber zu bekriegen. Trotz der Zunahme an Konflikten, die es parallel dazu gibt. Also wieder so eine Zweischneidigkeit beim Wasser. Eine Entwicklung Kooperation, andere Entwicklung Konflikte. Eine Entwicklung trennt zu mehr Dürren, die andere Entwicklung trennt zu mehr Hochwassern. Es ist immer diese Zweigesichtigkeit bei allem mit dem Wasser, weswegen mich es ja immer noch so fasziniert. Und hier auch die Sache mit diesem weichen Pfad. Wir dürfen nicht immer nur denken, wo kriegen wir das Wasser her, was wir brauchen, sondern
müssen auch umstellen, die Denke auf, wie viel Wasser brauchen, wie viel Wasser ist eigentlich da und wie viel davon können wir nehmen. Also eher die Nachfrage hinterfragen oder auch reduzieren und davon ausgehen, was ist da, was kann ich nutzen, anstatt zu denken, was brauche ich und wo bekomme ich es her. Das wäre natürlich eine völlige Umdrehung der Herangehensweise an das Wassermanagement der letzten Jahrzehnte, aber es gibt einige interessante Entwicklungen, die das umsetzen, propagieren, aber eine Umsetzung hadert es dann doch in vielen Bereichen und auch an Gegenbewegungen. Trump und seine Regierung ist zum Beispiel eine, die sämtliche Weichenpfadregelungen rückgängig gemacht hat und eigentlich auch beim Wasser wieder auf den harten Pfad setzt oder sich eigentlich gar nicht darum schert. Also man hat immer das kann man auch Paradigmenwandel nennen hier, es gibt da immer wieder Resistenzen und rückläufige Entwicklungen. Ein bisschen mehr will ich zu diesen weichen Faden in ein paar Beispielen noch zeigen und nochmal auf diese Begriffe blaues und grünes Wasser zurückkommen. Das ist eine Abbildung von der Kliniker Brücke zwischen Potsdam und Berlin. Sie sehen schön das blaue Wasser im Fluss und Sie sehen die grüne Vegetation, die eigentlich nur wachsen kann, weil Wasser im Boden ist, was die Wurzeln halt aufnehmen können für ihr Wachstum. Und eine Kollegin aus Schweden, Marlene Falkemark, zwischen 94 und immer noch sehr im Wassergeschäft tätig, sehr gute Kollegin, mit der man über diese philosophischeren Aspekte auch sprechen kann. Sie nannte das Wasser, den Boden, dann auch grünes Wasser, weil es eben unsere grüne Landschaft erhält. Das blaue Wasser, das ist eben das, von dem man redet, wenn es um Bewässerung geht, um Wassernutzung für Industrie, Haushalt, um die Schifffahrt, Wasserkraft und die Gewässerökosysteme an sich. Das grüne Wasser ist eben das, was im Boden ist und daraus verdunstet. Das ist für die Pflanzenproduktion wichtig. Die unbewässerte Landwirtschaft. 2/3 der Nahrungsmittel werden ohne Bewässerung produziert. Die hängen komplett von dem Regen ab, der auf die Flächen fällt und als grünes Wasser sich halt im Boden sammelt. Ebenso das Weideland, die Landökosysteme und die letztlich auch wichtig sind für die Klimaregulation. Also diese Begriffe blaues und grünes Wasser hat sie geprägt und sie tragen inzwischen auch weite Teile der Wasserbewirtschaftungsdiskussion weltweit. Und mal zu Maßnahmen, was so die Landwirte im Prinzip tun können von Wasserseite. Es gibt da verschiedenste Verfahren, zum Beispiel die Bodenverdunstung zu reduzieren durch Abdeckung von freien Flächen, wie es hier gezeigt ist. Sie können mit Stroh, Mulch, auch Planen freie Flächen abdecken. Das heißt, das Wasser verdunstet nicht so leicht aus dem Boden. Es bleibt drin. Es kann eher von den benachbarten Pflanzen aufgenommen werden, die es dann wieder zum Aufbau von Biomasse nutzen. Und somit können sie quasi die Erträge steigern, ohne Wasser zuzuführen, sondern nur, indem sie den Verdunstungsstrom im Boden letztlich umlenken. Dann gibt es halt diese Zisternen oder andere Wassersammelanlagen, wie hier in diesem mittleren Bild gezeigt. Vielleicht nicht die günstigste Anlage, weil sie offen ist, da viel wieder verdunsten kann. Aber man kann das natürlich auch abdecken oder eben mit Zisternen arbeiten, wie schon vor Jahrtausenden. Das Wasser dann in Trockenzeiten nutzen zur Bewässerung von Pflanzen. Das kann man sehr effizient machen, wie es unten gezeigt wird, indem man das Wasser direkt tröpfchenweise zu den Pflanzen führt, wo und wann immer sie es brauchen. Da gehen nur 5% des Wassers verloren auf dem Weg, während bei Sprinkleranlagen und anderen eher 40-50% verloren gehen. Also ein Großteil der Bewässerung ist sehr ineffektiv weltweit. Deswegen auch Sandra Postel in den 90ern sagte schon, da gibt es viel Nachholbedarf. Feldstudien zeigten, dass durch dieses Wassermanagement die Erträge verdoppelt, wenn nicht vervierfacht werden können. Und das ist natürlich eine sehr positive Botschaft in dem Spannungsverhältnis von Wasserknappheit und Landwirtschaft. Wir haben eine globale Rechnung aufgemacht, die einfach annimmt, dass man diese Bodenverdunstung halbiert auf allen Ackerflächen der Erde. Ist natürlich äußerst ambitioniert, aber man kann es mal durchrechnen, welchen Effekt es hätte. Die Hälfte des ansonsten abfließenden Wassers auffängt, Bewässerung effizienter macht, also kein zusätzliches Wasser aufbringt und auch kein Ackerland ausdehnt. Und wir kommen zu dem Schluss, dass bei Umsetzung dieser Maßnahmen die globale Wassernutzung 20% gemindert werden kann und die Kalorienproduktion um 40% gesteigert. Also das sind keine kleinen Zahlen, sondern
wirklich ganz wichtige Stellschrauben im Landwirtschaftssystem der Erde, die übers Wasser laufen können. Verbraucher wie wir an sich, dazu mal dieses Bild, wie viel Wasser, dieses virtuelle Wasser, was ich erwähnt hatte, eigentlich in unsere Produkte, die wir so täglich essen und trinken, eingeht. Sie sehen, das unterscheidet sich sehr zwischen den Produkten. Hausnummer ist hier, dass für ein Kilogramm Rindfleisch dreimal so viel Wasser gebraucht wird wie für eine vegetarische Ernährung, weil so ein Vieh viel füttern müssen, bevor dieses Kilogramm Fleisch sozusagen herauskommt und weil sie auch viel Fläche brauchen und viele Futtermittel bewässern müssen. Also wer weniger Fleisch isst, trägt letztlich auch zur Entspannung der globalen Wassersituation bei. Das ist so auf Verbraucherseite vielleicht auch nochmal regt zum Nachdenken an, auch wenn Sie nochmal diese globalen Verflechtungen in Erinnerung rufen, die ich anfangs zeigte. Ja, und das ist nochmal eine Abbildung. Für Athen und andere Städte wurde mal durchgerechnet, dass man bei weniger Fleischkonsum eben den Wasserverbrauch um eine Größenordnung von 40% senken kann, wenn man ja nur wenig Fleisch isst im Prinzip. Und dann gibt es noch die Sache, dass wir viele Nahrungsmittel ja auch wegwerfen, wo teilweise auch wieder Wasser eingesetzt wurde, um es zu produzieren. Und auch darüber, das ist auch nochmal eine wesentliche Stellschraube, um global Wasser zu sparen, indem man einfach die Nahrungsmittelverluste verringert. Und in so einer Box, in so einem Baukasten kann man in globalen Szenarienrechnungen mal zusammenstellen, was so die Einzelbeiträge wären, um die Wasserlücke, die sich in Zukunft im Prinzip in der Landwirtschaft auftut, zu schließen. Da der Annahme, dass die Bevölkerung ja weiter steigt und wir mehr Nahrungsmittel brauchen und damit auch mehr Wasser brauchen im Prinzip. Aber etwa die Hälfte davon kann man erreichen durch die Wassereffizienzsteigerung der Landwirte sozusagen, wie ich vorhin gezeigt habe, durch einige andere Maßnahmen. Und Sie sehen hier die zweituntere dunkelgraue Box, die verweist nochmal auf den virtuellen Wasserhandel. Sie sagt im Prinzip, dass in Zukunft mehr Länder von dem Handel abhängig sein werden, weil sie die Nahrungsmittel, die sie brauchen, nicht selber produzieren können, weil selbst bei Ausschöpfung dieser technologischen Möglichkeiten es nicht reichen wird. Das sind so diese rechnerischen, vielleicht noch ein bisschen technologischen Überlegungen. Ganz am Schluss will ich nochmal auf diese eher philosophischeren, ethischeren Fragen zurückkommen. Man kann nämlich auch mit einem Baukasten im Prinzip aufzeichnen, was für wasserethische Prinzipien stecken eigentlich hinter dieser großen Weltwasserfrage. Es wird diskutiert, zum Beispiel von der UNESCO und anderen, was für Bausteine im Wassermanagement jetzt erstmal da denkbar sind. Also man muss Wasser als integralen Teil der Landschaft sehen, wie ich vorhin sagte, denn es ist die Lebensader der Biosphäre im Prinzip. Als Gemeinde- und Kulturgut verstehen, wozu diese Menschenrechtsdiskussion auf Wasser letztlich gehört. Das Wasser koordiniert nutzen innerhalb von Einzugsgebieten und zwischen Ländern, das globale Denken trainieren, auf den weichen Pfad gehen, alle möglichen Wassernutzer einbeziehen in die Entscheidungsprozesse im Prinzip und somit zu einer Hydrosolidarität oder Wassersolidarität kommen und natürlich einen transparenten Umgang mit Zugang zu Informationen. Wer bekommt eigentlich Wasser, wofür und zu welchem Preis? Weil das sind Diskussionen, die im Gang sind und auch in der Umsetzung befindlich sind. Aber wie gesagt, es ist ein schwieriger, holpriger Pfad in einigen Gegenden wirklich zu so einer, ich sag mal, weiseren Wassernutzung letztlich zu kommen. Will damit noch verbinden, dass irgendwo natürlich auch der persönliche Wasserethos, nenne ich mal das, eher im Gegensatz zu der formalen Wasserethik nenne. Also wie denken wir selber persönlich über Wasser und Natur nach? Wie können wir unser Verhalten letztlich beeinflussen in unserem eigenen Wirkungsbereich und zu dieser großen Weltwasserfrage im Prinzip beitragen? Das lege ich einfach nochmal kurz auf. Das ist im Buch auch so ein bisschen nochmal ausführlicher dargestellt. Man kann auch nochmal ganz andere Fragen stellen, ganz anders rangehen. Bisschen provokant vielleicht. Wie viele Tote durch Dürren, Hochwasser, verschmutzte Gewässer sollen noch in Kauf genommen werden? Wenn das eine bestimmte Zahl erreicht hat, haben wir dann die globale Wasserkrise oder nicht? Oder ist es kritisch? Ist es eine Wasserkrise, wenn 10, 30 oder 50% aller Menschen unter Wassermangel leiden? Ist denn der weiter steigende Fleischkonsum allein schon aus Wassersicht noch tragbar? Wegen dem vorhin Gesagten gelten Prestigesteigerungen, Profit als Entschuldigung in noch mehr Regionen, die Wasservorräte leer zu pumpen.
Aber andererseits ökologischer gedacht, sollen wir wirklich die Wassernutzung für Menschen einschränken, nur in Anführungszeichen, um die Gewässerökosysteme zu schützen? Und ist der Fakt, dass manche Folgen des Klimawandels aufs Wasser noch nicht so gut verstanden sind, ein Argument, nichts gegen den Klimawandel zu tun, weil die Unsicherheit ja noch so groß sei? Hier denke ich natürlich eher an Vorsorgeprinzip. Aber das sind so alles Fragen, die in einer wasserethischen Diskussion herumschwirren und nicht endgültig beantwortet sind, sondern diese Art von Diskussion steckt im Prinzip noch in den Kinderschuhen. Gut. Ganz kurzer Blick am Schluss noch, wenn ich es mir erlauben kann. Wasser und Religion habe ich auch Zusammenhänge untersucht. Hier sind Darstellungen von Flussgöttern auf Münzen in der Antike sozusagen. Wir hatten die Bäderkultur in der Antike. Quellen wurden als heilig angesehen. Über die Jahrhunderte hinweg, auch mit der Entwicklung des Christentums in Europa, wurden diese teilweise überprägt. Aber Wasser hat natürlich auch im Christentum, unter anderem in der Taufe, noch immer eine sehr fundamentale Bedeutung gespielt. Dann gab es halt diesen Zeitraum 19. bis 20. Jahrhundert, diesen technokratischen Zeitraum, wo dieses, sag mal, auch religiöse oder spirituelle Rückbindung an Natur und Wasser quasi vollständig verloren gegangen zu sein scheint. Aber irgendwie wieder in dieser Diskussion mit dem weichen Pfad, mit den nachhaltigen lokalen Wassermanagementsystemen auch wieder zurückfindet. Also dieses neue Wasserethik kann man auch mit Religionen und Verständnis und Symbolgehalt des Wassers nochmal zusammendenken. Allerletzte Folie. Einfach nochmal, dass in dem Buch diese Dinge natürlich ausführlicher beschrieben sind. Ich benutze da ein bisschen diesen Herrn aus dem Film Die Zeitmaschine, falls jemand ihn kennt, und mache da so die Reise von den frühen Zivilisationen, wie ich es hier erzählt habe, zum 20. Jahrhundert der Technokratik, zur heutigen Ära der Wasserkrise, Konfrontation mit Klimawandel, Missmanagement, aber diese neuen Fragen zu Nachhaltigkeit, Ethik, Religion, die uns hoffentlich in eine positivere Wasserzukunft bringen. Und an der Stelle bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf Rückfragen, Kommentare aller Art. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Gerten. Ich würde, bevor wir auf die Fragen aus dem Chat gehen, gerne noch selber auch ein, zwei Fragen stellen und vielleicht auch die Kollegen aus der Co-Moderation. Sie haben gesagt, dass wir so einen Paradigmenwechsel erleben. In Ihrem Buch steht aber auch ein ganz großes Projekt nochmal aus der technokratischen Ära in Indien, dieses National River Linking Project, wo 37 Flüsse verbunden werden sollen zu einer einzig großen Wasserumverteilungsmaschine. Das ist ja ein mega technokratisches Projekt nochmal. Das ist erst 2003 gestartet worden. Wird es allen Ernstes noch betrieben, so ein Großprojekt, oder reflektiert man da inzwischen auch schon anders drauf? Sind ja 17 Jahre jetzt. Leider nicht. Also auch da hat man wieder diese Doppelgesichtigkeit. Es gibt diese Ströme der Diskussion zu mehr nachhaltigerem Umgang mit Wasser. Gleichzeitig gibt es in einigen Ländern immer noch diese Bestrebungen, dieses Megadenken und genau dieses Flussumleitungsprojekt in Indien, was in der Tat ernsthaft geplant und gedacht und angefangen wird. Ebenso wie in China, anderen Gegenden, die Staudammbauten vorangetrieben werden. Also wir haben hier auch wieder diese beiden Entwicklungen, den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, vielleicht vor allen Dingen in Europa versucht voranzutreiben, obwohl es hier auch noch sehr viele Probleme auch im Wasserbereich gibt, in anderen Weltgegenden, das jetzt noch nicht so auf der Tagesordnung ist. Oder beides gleichzeitig im Land stattfindet, auch solche Phänomene sehen Sie. Dann noch die zweite Frage, die ich noch hatte. Wenn Sie sagen, es gibt Länder, die großen Wassermangel haben, die vielleicht durch virtuellen Wasserimport das ausgleichen können, das sind ja oft die Länder auch, die sehr arm sind. Wie soll das denn gehen, dass ausgerechnet diese Länder dann virtuell die landwirtschaftlichen Güter oder das Wasser importieren? Ja, das ist genau der Punkt, weswegen ich auch warnen würde, sozusagen darauf zu bauen, dass Wasserungleichgewichte in Zukunft ja durch den Handel ausgeglichen werden können. Es ist heute schon so, dass viele Länder aus Devisenmangel im Prinzip an diesem Handel überhaupt gar nicht teilhaben können und dann eben mit der schlimmen Wassersituation im Land teilweise konfrontiert sind. Also da muss man sagen, ja, ein Gutteil der Länder partizipiert heute schon nicht daran und das müsste in Zukunft eben
auch geändert werden im Prinzip. Das ist genau ein riesiges Problemfeld, auf das Sie da hinweisen, dass man diese Abhängigkeiten eigentlich ungern eingeht, weil nicht jedes Land von diesem Handel profitieren kann. Im Chat sind jetzt ganz viele Fragen aufgeploppt. Lothar, magst du mal ein paar vorlesen? Ja, kann ich machen. Also wir hatten vorher schon die erste Frage, die hat sich nochmal darauf bezogen gehabt, wie es mit Spanien aussieht, das in diesem Schaubild da grau gezeigt worden ist, aber das hatten Sie ja weiter hinten schon eingeholt gehabt. Da war die Frage, ob in Spanien keine Wasserknappheit herrscht. Sie hatten das aber natürlich eingeholt gehabt mit dem Hinweis, dass die Pyrenäen da keine Grenzen sind. Die erste Frage, die inhaltlich dann sozusagen weitergeht, wie schätzen Sie den Verlust von Süßwasservorräten durch Gewässerverschmutzung ein? Ja, das ist... Nitrateintrag beispielsweise, ja, ein großes Problem hier in der Landwirtschaft. Ein weiter wichtiger Punkt, da muss man halt sehr genau schauen, in welcher Region ist und über welche Art von Verschmutzung redet man hier. Hier ist es Nitrat im Grundwasser gebietsweise, was quasi die Nutzung für bestimmte Zwecke einschränken könnte. Allerdings ist das Trinkwasser, was wir bekommen, doch so rein, dass es davon, wenn wir erstmal das Trinkwasserstadium erreicht haben, nicht beeinflusst ist. Aber es gibt natürlich Länder, wo unter anderem Arsen oder die Einbringung von Medikamentenverschmutzung oder alle denkbaren Verschmutzungen in die Wasserkörper ein Riesenproblem sind. Also die genannten 2,5 Milliarden Menschen, die keine sanitäre Grundversorgung haben und die 750 Millionen, die keinen Zugang zu täglich sauberem Wasser haben. Das ist halt das riesige Wasserqualitätsproblem, was besteht und unter anderem halt damit zu tun hat, dass das Wasser ja verschmutzt wird durch den Eintrag von menschlich eingebrachten Chemikalien. Das mindert natürlich die Wasserverfügbarkeit weiter, ist in diesen Bilanzierungen schwer einzubringen, weil das nochmal so ein anderer Aspekt ist und man Teile davon ja schon reinigen kann, wenn man die Anlagen dazu hat und so. Aber ich denke mal, das ist so Größenordnung 10-15% dieser nutzbaren Wasservorräte, muss man nochmal kritisch sehen, wegen der Verschmutzungsproblematik. Sodass wir vielleicht bei nicht 2800, wenn man es bilanziert, sondern bei 2500 Kubikkilometern pro Jahr landen, wenn man diese Verschmutzung nochmal extra einbezieht. Aber das ist noch niemandem gelungen, so richtig sauber zu bilanzieren, sage ich mal. Weil diese Wasserqualitätsfragen noch viel schwieriger zu bemessen sind. Ich habe noch eine ganze Menge weiterer Fragen jetzt gerade. Das Problem in vielen Ländern ist die Zusammenarbeit zwischen den Sektoren. Oft weiß das eine Ministerium nicht, was das andere macht. Es scheitert oft schon an der Kommunikation und einseitiger Blickweise. Der Nexus-Ansatz zum Beispiel zwischen Food, Energy und Water sind die Zukunft, werden aber leider noch nicht oft praktiziert. Also eher eine Feststellung. Ja, kann ich quasi als Kommentar verstehen und bekräftigen. Also es geht einmal um diese, ich sag mal, die vertikale Kooperation, das ist von kleineren lokalen Skalen, Gemeinden bis quasi zur globalen Ebene im besten Falle und eben in der horizontalen zwischen den verschiedenen Sektoren, also Wasser, Nahrungsmittel, aber auch Energiesektoren und sind eng miteinander verstrickt und brauchen natürlich gemeinsame Lösungen, Umweltschutz allgemeiner noch dazu. Und genau auch in Deutschland hapert das, dass da unterschiedliche Ministerien Ressorts dazu zuständig sind und in anderen Ländern sieht das mindestens genauso schlecht aus, sage ich mal. Da kann man nur daran arbeiten, dass die Kooperation verstärkt wird und dass die Landschaft und letztlich das Erdsystem als ein großes Ganzes verstanden wird und auch entsprechend bewirtschaftet werden muss. Vielleicht kann ich da auch noch eine Frage von mir stellen, bevor du vielleicht, Jutta, die nächsten Fragen aus dem Chat reinbringst. Sie hatten ja immer wieder den Zusammenhang versucht herzustellen zwischen dem Klimawandel, zwischen der Wasserproblematik, anderen Treibern sozusagen, mit denen man sich beschäftigen muss. Haben Sie das Gefühl, dass Sie eine zu starke Fixierung auf den Klimawandel haben und andere Problemfelder dadurch abgeschattet wahrnehmen? Das Gefühl konnte man, das Gefühl konnte man zwischenzeitlich bekommen. Das hat alles nochmal einen gewissen Aufschwung bekommen in den letzten Jahren. Es gibt diese Denke der sogenannten planetaren Grenzen,
die halt das Anthropozän als Ausgangspunkt nimmt. Der Mensch greift in vielfältiger Dimension ins Erdsystem ein und wir dürfen nicht nur auf den Klimawandel schauen, sondern müssen auf die Wasserverknappung schauen, auf den Artenschutz, auf die Landnutzung, auf die Verschmutzung mit Chemikalien, wie gesagt, und einige andere Aspekte und alles zusammen betrachten. Also Diskussion verschiebt sich schon, inklusive übrigens unserer Forschung am PIC, die mit dem Direktorenwechsel zuletzt einen Push in diese Richtung bekommen hat, hin zu globaler Nachhaltigkeit im weiteren Sinne, wo diese planetaren Grenzen, also die maximal tolerablen Eingriffe des Menschen in die Erde als Ganzes und nicht nur was den Klima- und das 2-Grad-Ziel angeht, sondern auch die anderen Bereiche angeht. Das ist eine Diskussion, die zumindest im akademischen Bereich zunehmend an Gewicht erlangt, aber auch in Politik- und Unternehmenskontexte zunehmend hineinwächst. Was auch wieder auf die Frage vorher ja zurückverweist, dass wir das Erdsystem, die verschiedenen Umweltdimensionen gemeinschaftlich angehen müssen. Es war jetzt, sind noch zwei Fragen zum Thema Fleischkonsum. Im Buch Alexander Spitzbart von Slow Food sagt es, dass die Weidehaltung ja wesentlich unproblematischer ist, wenn nicht zugefüttert werden muss. Wie ist da die Einschätzung eigentlich, wenn Tierzucht jetzt rein über Weidehaltung und nicht so Kraftfutter oder sowas? Ja, das ist ein guter Punkt und deswegen bin ich da immer ein bisschen kritisch schon, wenn Zahlen gezeigt werden, wie dass der Fleischkonsum halt Unmengen viel mehr Wasser verschlingt als ein vegetarisches Produkt. Da muss man schon dazu sagen, dass da sehr viel grünes Wasser im Spiel ist. Also das ist wieder das Wasser, was auf den Weidenflächen mal heruntergeregnet ist, im Boden ist und durch das Grasland verdunstet, aber in diesen Bilanzen mitgezählt wird, weswegen dann auch teilweise sehr hohe Wassermengen für ein Kilogramm Fleisch zusammenkommt, weil man Verdunstung auf den Weideflächen zumindest teilweise mit einbezieht. Aus Wassersicht ist es dann eigentlich gar nicht so problematisch, ob Sie da eine Weidefläche haben und die Futtermittel nicht bewässern, weil hätten Sie da einen Wald stehen oder irgendwas anderes, würde das Wasser von den Flächen auch verdunsten. Von daher ist hier diese Unterscheidung in das grüne und blaue Wasser halt sehr bedeutsam. Man muss aber schon sagen, dass fast ein Viertel des Wasserverbrauchs für Bewässerung dann doch in die Viehhaltung hineingeht und zur Bewässerung von Futtermitteln aufgebracht wird. Also es ist schon dann auch eine gewisse Größenordnung. Aber hier ist dann wirklich stark zu differenzieren, von welchen Nahrungsmitteln sprechen wir, von welcher Art Viehhaltung sprechen wir überhaupt, von welchem Gebiet und handelt es sich hier um grünes und blaues Wasser, was involviert ist in diesen Zahlen des Wasserfußabdrucks von verschiedenen Produkten. Also es gibt eigentlich keine Tierhaltung, die rein auf Weideland basiert, sagen wir. Ja, doch, das schon. Also das sind dann die Zahlen, wo ich vorsichtig handhaben würde, weil wenn das wäre dann quasi eine Tierhaltung, die 100% von grünem Wasser lebt, bis auf ein bisschen Wasser, was in Stellen dann doch anfällt. Und da muss man sagen, das ist aus Wassersicht jetzt gar nicht so kritisch. Dann ist es eher eine Frage wie der Landnutzung. Also könnte man diese Weiden für was anderes nutzen? Könnte da nicht doch ein Wald wachsen oder ein natürlicheres Ökosystem und so? Weil das mit der Weidehaltung zeigt sich sehr stark die Vernetzung von Wasser- und Landnutzung und diese Abwägungsprozesse, die man da auf beiden Seiten im Prinzip machen muss. Wir haben ja auch gesagt, dass Weideland zu Ackerland umgewandelt werden muss. Das ist dann ja auch eine Konkurrenz. Das könnte im einen Fall sein, es könnte auch andersherum sein. Das sind dann Nutzungsentscheidungen übers Land, die teilweise übers Wasser mitgetragen werden, aber am Ende auch Landnutzungsentscheidungen im Prinzip sind. Ich sah gerade im Chat, weil ich den ja auch aufhabe, die Frage, weil die gehört direkt dazu, warum eine Handyproduktion so viel Wasser verschlingt. Das ist dann auch einfach wieder, weil in solchen Produkten wirklich jede Wassermenge, die irgendwo in der gesamten Produktionskette anfällt, mit einbezogen wird, was sie brauchen für die verschiedenen Teile eines Handys im Prinzip, wird nach diesen Statistiken aufsummiert. Dann hat man diese hohen Zahlen, muss aber auch da nochmal kritisch schauen, na, wo wurde das Wasser aufgebracht? Man müsste es eigentlich schon noch mal gewichten damit. Ist das in wasserknappen Gebieten geschehen? Hätte man das Wasser dann doch sinnvollerweise für was anderes nutzen können und so? Das sind schwierige Diskussionen mit diesem Wasserfußabdruck im Einzelfall.
Kann die Regenwasserspeicherung und Nutzung zum nachhaltigen Wasserverbrauch beitragen? Wie sieht es mit Dachbegrünung und Fassadenbegrünung aus? Ja, genau, eigentlich schon. Ich zeigte ja diese Regenwassersammelanlagen in der Landwirtschaft, vor allem in Trockengebieten, aber das kann man natürlich auch in der Stadt praktizieren, wie es auch ja, in meinem Stadtteil hier teilweise der Fall ist, dass sie Regenwasser sammeln und ihrem Haushalt gebrauchen und damit natürlich auch einen Beitrag leisten. Das Wasser wäre ansonsten abgeflossen, aber sie nutzen es, fangen es auf, nutzen es im Haushalt und nutzen es auch mehrfach. Das sind alles auch Dinge, die dazu beitragen. Auch wieder die Sache, Wasser ist immer auch lokal und hängt von den lokalen Umständen ab, dass man überlegen kann, wie kann ich mit dem Wasser, was vom Himmel kommt, in meiner Region, in meinem Umfeld, was kann ich mir überlegen, um das möglichst effektiv, nachhaltig, schonend zu nutzen, im Prinzip, ohne es zu übernutzen. Es gibt für Städte inzwischen das Modell der Sponge City, also die wie ein Schwamm alles aufsaugt und speichert. Ich weiß nicht, was alles dazugehört, aber wissen Sie das? Ist mir so als Begriff noch gar nicht begegnet, ja. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt verschiedene Städte, halt Konzepte der nachhaltigen Wassernutzung. Das ist eigentlich ein sehr interessantes neues Feld, nicht nur auf die Landwirtschaft, auf dem Land dann eben zu schauen, sondern was kann man in den Städten erreichen. Das ist dann auch eng verbunden mit der Siedlungswasserwirtschaft halt eben und mit der Abflussgestaltung, Starkregen auffangen in Städten und wie konzipiert man eigentlich diese Abflussrinnen, dass es nicht regelmäßig Überflutungen in Teilbereichen gibt, wie zum Beispiel in Berlin bei Starkregen. Das hat natürlich auch mit Kanalisation, so ein Wasserleitungssystem am Ende zu tun. Das ist nochmal eine ganz andere Art der Fragestellung im Prinzip. Zeigt aber auch wieder die Vielfältigkeit des Wassers. In dem Fall auch Wasser im Übermaß, wie man damit eigentlich umgeht. Also Hochwasser und Überflutungen. Eine Frage ist jetzt nochmal ein Blick auf Kommunen. Halten Sie die Rekommunalisierung von Wasser eigentlich für einen entscheidenden Beitrag, dass damit auch nachhaltigerer Konsum verbunden ist, also statt der Privatisierung? Ja, tendenziell schon. Also man muss zwar im Einzelfall immer schauen, aber Wasserprivatisierungsbemühen endeten dann doch oft darin, dass es eher in die Richtung geht, Wasser als Ware, Wasser als verkauftes Gut. Und ich glaube, es sollte in kommunaler, behördlicher Hand im Prinzip sein, weil es eben ein Gemeingut ist, was eine gemeinschaftliche Bewirtschaftung gebraucht und in privaten Händen es dann schnell auch entgleiten kann, eher wieder in diese Profitrichtung hinein und sozusagen, wo man dann auch teilweise Einbußen erlebt auf der Wasserversorgungsseite. Es gibt auch andere Beispiele oder Kombinationen von beidem. Deswegen kann man es nicht als Ganzes schlecht reden, aber tendenziell wäre es schon für die Aufrechterhaltung der kommunalen Wasserversorgung, was auch in Berlin eine längere Diskussion war, hin und her, man wieder bei der kommunalen im Prinzip gelandet ist. Eine ganz grundlegende Frage noch, welche Rolle wird die Meerwasserentsalzung in Zukunft spielen? Also das scheint ja ein unerschöpfliches Reservoir zu sein. Israel bezieht inzwischen 70% seines Trinkwassers aus Meerwasserentsalzung. Was von solchen Konzepten? Ja, typische Frage oder eigentlich eine weitere Dimension, die ich anfangs vielleicht nochmal hätte extra nennen können. Das ist auch wieder so, auf dem Land reicht uns das Wasser nicht mehr, dann schauen wir mal, was man mit dem Meer machen kann. Und ja, klar, das ist für einige Gebiete mit Küstenstreifen eine Option, ist auch zunehmend im Kommen, also ist ein expandierender Sektor, aber sie brauchen halt diesen Küstenstreifen im Prinzip. Die Meerwasserentsalzungsanlagen sind sehr kostspielig, sehr energieintensiv und haben auch Umweltschäden teilweise im Nachgang, sodass man das sehr kritisch im Prinzip immer durchdenken muss, welche Anlagen man letztlich bauen kann. Aber es gibt auch neuere Verfahren, wo die Meerwasserentsalzungsanlagen kleiner konzipiert sind, schonender konzipiert sind, mit Solaranlagen kombiniert sind. Also kommt wieder dieser Nexus, den jemand vorhin genannte, ins Spiel. Sie haben geschlossene Kreisläufe, machen Meerwasserentsalzung, verbrauchen aber keine Energie in dem Sinne, weil sie Solarenergie nutzen und solche Dinge. Also gibt es ein paar interessante Entwicklungen, aber das wird immer nur, glaube ich, ein kleiner Teil der Lösung sein in ganz bestimmten Regionen. Und was sind die Umwelt? Im Moment sind das höchstens
50 Kubikkilometer im Jahr global kommen über Meerwasserentsalzung bei einem Wasserverbrauch von über 2000 Kubikkilometern weltweit. Also es ist im Moment noch ein sehr kleiner Sektor und er wird noch expandieren, da bin ich sicher, aber nicht in ungeahnte Höhen. Und was sind die Umweltschäden davon? Naja, man hat das wieder auch mehr unter Kontrolle, aber ich glaube, es gibt eben auch Abfallprodukte, die dann wieder ins Meer gelangen oder in die Umwelt. Da kenne ich mich nicht sehr gut aus mit, aber es gibt bei bestimmten Anlagen halt da auch dann auch wieder Probleme mit der Einleitung von verschmutzten Gewässern und anderen Abfällen. Naja, und dann die Konstruktion der Anlagen. Aber es sind mehr diese Energieaufwand und auch der Kostenaufwand, den sie betreiben müssen. Plus, dass es eben nur in ganz bestimmten Regionen überhaupt eine Option ist. Und im Prinzip auch die letzte Option unter Ausschöpfung all der anderen Möglichkeiten, die man letztlich hat. Wir haben noch zwei Fragen, die sich damit beschäftigen, mit der ökonomischen Seite. Die eine ist, welche Rolle spielen, nochmal zurück zur Privatisierung, welche Rolle spielen Konzerne wie Nestlé beispielsweise die Monetarisierung von Wasserressourcen im Hinblick auf die global ungleiche Verteilung von Wasser? Und eine Frage, die die Konsequenz des Frackings nachfragt. Inwieweit beeinflusst das Fracking die Grundwasserversorgung? Okay, das sind nochmal ganz, Themen, die aber ja, so ganz andere Frage stellen. Zugriff dann, ja. Das eine ist die Sache mit Nestlé und vielleicht nur ganz grundsätzliche Bemerkungen dazu, dass wir ja eigentlich gar kein Flaschenwasser trinken müssen, zumindest hierzulande, weil das Leitungswasser gut genug ist. Und Nestlé und andere Großfirmen sind dann auch Beispiele dazu, wo es zu regelrechten Konflikten in den Gebieten kommt, wo sie im Einsatz sind, auch Coca-Cola in Indien und andere, weil sie für ihre Anlagen dann doch Grundwasser pumpen, was den Leuten vor Ort verloren ist. Und man sieht ja auch Demonstrationen regelmäßig in diesen betroffenen Gebieten gegen diese Konzerne und die übermäßige Wassernutzung, die sie in einigen Regionen vorantreiben. Ja, zum Fracking bin ich weder Experte noch Fan von dieser Angelegenheit, wegen den eben vielfach noch ungeklärten oder nicht gut bilanzierten Folgen, die das im Untergrund inklusive Grundwasser haben kann. Da kann ich mich im Detail nicht zu äußern, aber das sehe ich als ganzes Vorhaben sehr kritisch, weil auch auf der Klimaseite es natürlich ganz andere Verfahren gäbe, den Klimawandel letztlich auch zu begegnen. Für mich ist nochmal eine Frage, kann man eigentlich, wenn Grundwasser zu stark strapaziert ist, durch Verfahren das auch wieder auffüllen? Gibt es da was? Oder muss man damit leben, dass es abgesunken ist? Es ist äußerst schwierig. Also je tiefer sie gehen, umso älter sind die Grundwasserschichten und umso länger würde es brauchen, bis sie wieder aufgefüllt werden können. Das geht im Prinzip nur durch Regen, kann aber Jahrhunderte bis Jahrtausende dauern oder all den Zeithorizonten stattfinden, die uns nicht mehr zugänglich sind. Also es gibt den Begriff der fossilen Grundwasservorräte. Das sind halt die, wo es Jahrhunderte bis Jahrtausende dauert, bis sie wieder aufgefüllt würden. Aber viele Regionen leben inzwischen genau von diesen fossilen Grundwasservorräten. In Teilen der USA, im nördlichen Indien, pumpt man diese leer, wohlwissend, dass sie nicht in den nächsten Jahrhunderten aufgefüllt werden kann. Also wenn die einmal weg sind, dann sind sie weg sozusagen. Das sind tickende Zeitbomben, auch unter Städten wie Mexiko, in Teilen des nördlichen Indiens, wie gesagt, auch im mittleren, der Westen der USA, bei manchen Grundwasserleitern. Da nutzt man halt einfach, was da ist, aber wird in einigen Jahrzehnten feststellen, dass da nichts mehr geht. Was wird dann die Zukunft von Mexiko oder solchen Städten sein, die ja extrem expandieren noch? Ja, also es wird immer wieder berichtet, dass die da auf eine katastrophale Situation, was die Wasserversorgung angeht, läuft. Aber ich sehe auch nicht, dass ein umfassendes, nachhaltiges Wassermanagementprogramm aufgelegt würde. Ich bin da nicht so gut informiert jetzt für diese Einzelstädte und so. Was sie halt bräuchten, ist eine ganz nachhaltige, eine komplett neue Strategie im Umgang mit Wasser. Das betrifft aber, selbst in Kalifornien gibt es diese Diskussion, lass uns doch auf Meerwasserentsalzung gehen. Ansonsten können wir dann weitermachen wie gehabt. Auch da zeigt sich erst mit den Dürren der letzten Jahre, dass so ein Umdenken in all diesen Dimensionen, wie ich es genannt habe, im Prinzip stattfinden muss, weil
Ja, weil sonst laufen da einige Gegenden noch viel schwerwiegendere Probleme in den nächsten Jahrzehnten, als sie es heute schon sind. Auch da muss man natürlich pro Ort wieder sehen, was sind jetzt die denkbaren Maßnahmen. Das ist halt so unterschiedlich. Da gibt es beim Wasser kein Generalrezept, was überall wirkt sozusagen. Bei solchen Megastädten, ja, das ist, glaube ich, egal welche. Man nimmt auch Istanbul oder das sind ja alles extrem große Städte, für die man extrem riesige Wassermengen ranschaffen müsste. Wo sollten die überhaupt noch herkommen? Also Trinkwasser über Ja, genau. Vermeidung von Verschmutzung, Einsatz nachhaltiger Wassermanagementsysteme, effizienterer Systeme, Wassersparmaßnahmen in Industrie, Haushalten, Landwirtschaft. Also das ist immer ein ganzes Maßnahmenpaket, was zusammenkommen muss, wenn man es dann überhaupt erstmal als Problemdimension erkennt. Aber oft lässt man, wie so in vielen Bereichen, man handelt erst, wenn es das echte Problem da ist, um dann Ad-hoc-Lösungen zu finden. Aber auch hier gerade beim Wasser braucht man immer diese Langfrist- und großräumige Perspektive. Dass man nicht beispielsweise gerade bei diesem virtuellen Wasserhandel, das ja ein interessantes Konzept ist, ja gerade noch in so einer gegenläufigen Bewegung, dass im Grunde, wenn man zum Beispiel an den Avocado-Anbau denkt, Blumenanbau im nördlichen Afrika, das genau andersrum läuft, dass solche Produktionen in Weltgegenden vorgehalten werden, die gerade unter extremer Wasserverknappung leiden. Ja, ist auch wieder auch virtuelles Wasser. Diese Vor- und Nachteile im Prinzip. Die Nachteile sind halt die Abhängigkeit, die sie generieren können. Und B, dass in der Tat viele Produkte in Ländern produziert werden, die eigentlich viel zu wenig Wasser dafür hätten. Und man in dem Land, wohin es importiert wird, eigentlich viel weniger Wasser gebräucht hätte, um es anzubauen, wenn das denn dort ginge. Also diese Bilanz ist im globalen Durchschnitt positiv, aber es gibt eben auch viele negative Beispiele. Am bekanntesten immer dieser Tomatenanbau und die Bewässerung in Südspanien, damit wir die Tomaten hier essen können, die aber da Unmengen an Wasser verschlingen, was man ganz anders einsetzen könnte und müsste. Vielen Dank. Das zeigt schon, also wie irrational die Dinge momentan noch sind. Sie haben als Motto in Ihrem Buch das Hölderlin-Zitat, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und ich wollte Sie fragen, können Sie mal ein gelungenes Beispiel sagen, wo eine echte Umsteuerung passiert ist, die nachhaltig was bewirkt hat? Oh, da gibt es sicher zahlreiche. Also mir fallen gewisse Extreme, sage ich mal, ein. Also ein interessantes ist vielleicht, dass man in Neuseeland und Indien inzwischen dazu übergegangen ist, Flüsse als juristische Personen anzuerkennen. Das spiegelt im Prinzip wider, sie können als Person für einen Fluss einstehen und vor Gericht damit gehen und sagen, hier, mir wurde zu viel Wasser entnommen, mein Ökosystem geschädigt. Das ist so im Kleinen eine Sache, die über quasi Umdenken geschehen ist, auch auf geistiger Ebene, sage ich mal. Sie finden massenhaft Restaurierungsprojekte an Seen, an Ökosystemen. Sie finden Dammrückbauten in vielen Gegenden. Sie finden diese Umsetzung dieses grünen Pfades auch in der Landwirtschaft in einigen Gegenden. Sie finden die Wiederbelebung von alten Techniken, die nachhaltig sind. Also da passieren tausende solcher Dinge, behaupte ich mal, auf der Welt in kleineren Maßstäben überall. Aber parallel zu dem Vorantreiben dieser anderen betongrauen, dieses harten Pfades sozusagen. Und ja, im Idealfall rückt ein Großteil der Wasserwirtschaft auf den weichen, nachhaltigeren Pfad, während man die Probleme des harten Pfades, wie es ja auch genannt wird, einstellen kann, indem man diesen harten Pfad herunterfährt sozusagen. Könnte man sowas wie den Drei-Schluchten-Staudamm rückbauen? Das könnte man wahrscheinlich im Prinzip, das ist natürlich jetzt quasi das krasseste Beispiel überhaupt. Ich wüsste nicht, was damit alles verbunden ist, der aber übrigens auch seine Probleme hat mit Verschlemmungen und Dammbrüche sind auch ein Problem, nicht bei dem Staudamm selbst, aber bei anderen. Wir wissen das ja von verschiedenen Beispielen. Theoretisch schon, es geschieht auch mit einigen kleineren Dämmen, die auch gar nicht mehr gepflegt werden und rückgebaut werden, aber sie haben parallel auch den Trend zum Bau neuer Dämme. Immer diese Zweischneidigkeit im Prinzip in verschiedenen Regionen geschehen verschiedene Dinge. Aber Dammrückbauten gibt es in der Tat. Auch in den USA wurden einige abgebaut im Prinzip, aber eher unter dem Gesichtspunkt, die sind nicht mehr rentabel oder sie sind kaputt und
bringen dann quasi nicht mehr so viel. Die Instandhaltung würde mehr kosten, als jetzt abzubauen und die Wasserversorgung anders zu bewerkstelligen. Und hier in Deutschland sehen wir zum Beispiel dann auch diese Rückbau von Schaffung von Überflutungsflächen im Prinzip durch die Auen, was den Hochwasserschutz beiträgt. Also es gibt sehr viele Beispiele, die tatsächlich passieren, ganz unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Gegenden, zu unterschiedlichen Zwecken. Deswegen dieses, man kann hier ein alarmistisches Bild zeichnen, aber ich setze doch sehr gerne immer dagegen, dass, wie Hölderlin es sagt, es gibt auch das Rettende und es gibt diese Bestrebungen und wir müssen halt sehen, und jeder vielleicht im Einzelnen, im Wirkungskreis, was der Beitrag zu dieser großen Story im Prinzip sein kann. Ja, vielen Dank. Lothar, magst du noch ein Schlusswort sprechen? Naja, ich möchte mich einfach nur dem Dank anschließen, Herr Professor Gärten. Das war wirklich sehr schön, dass wir diesen Termin hier beide gemeinsam gestalten konnten und auch eine große Resonanz gefunden haben. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist Ihnen auf jeden Fall gelungen, klarzumachen, wie vernetzt man im Grunde diese unterschiedlichen Entwicklungen einfach betrachten muss. Ja? Und ich kann nur noch mal, Ihr Buch ist ja eingeblendet vom C.H. Beck Verlag. Es ist gar nicht so dick. Ich glaube, es sind knapp 180 Seiten zum Lesen. Da findet man natürlich sehr viel differenzierter noch ausgeführt, wie man es jetzt in einem relativ kurzen Vortrag machen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und auch für die Kooperation, Jutta. Sehr schön. Ja. Ja, vielen Dank auch den Partnern und wir machen die Bearbeitung des Mitschnittes und werden es dann auf unseren verschiedenen Homepages auch anschauen können. Danke auch dem Klimaherbst für dieses große Programm. Ich weiß jetzt nicht, was in den nächsten Wochen noch kommt, aber können Sie gerne auf die Website des Münchner Klimaherbstes auch schauen und wir selber als verschiedene Veranstalter bieten auch immer wieder was an, auch wenn jetzt erstmal die Sommerferien doch endlich kommen und nicht nur ein Lockdown, sondern hoffentlich auch ein Breakout in die Natur und ein bisschen wieder in das freiere Leben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und ich bedanke mich auch herzlich. Vielen Dank, Herr Dr. Gerntz.